Ja, moin moin Leute, der ist wieder da mit einer weiteren Folge Paladins. Ja, ein bisschen auf Frog. Also sind wir heute unterwegs mit dem guten alten Victor. Und ihr seht, ich habe die falsche Waffe ausgerüstet. Darf ich noch schnell? Wahrscheinlich nicht, leider nicht. Pay-to-win-Waffe vergessen auszurüsten. Naja, gibt Schlimmeres. Die, die sich jetzt fragen, warum meine Stimme etwas angeknackst ist, die ich auf Twitter nicht gesehen habe. Ich war gestern beim Handball-WM-Spiel der Deutschen. Und ja, da war gut Stimmung hier in Köln. Und ja, von daher ist die Stimme noch etwas angeknackst. Die Kamera fokussiert gerade auch nicht, sehe ich. Naja, jetzt schon. Gut. Wir spielen mit Schrapnell. Das gute alte Hipfire haben sie herausgenommen. Cardio ist jetzt nicht ganz so geil, meiner Meinung nach. Und Burst Mode. Vor allem auf sehr kleinen Maps. Wie zum Beispiel hier Frog Isle. Der nicht wirklich empfehlenswert. Vor allem weiß ich gar nicht, wie viel Damage die macht. Spielen dann natürlich Schrapnell mit einem Nate Deck. Und ja, die Pay-to-Win-Waffe gibt einem trotzdem das Fadenkreuz. Hier sieht man ja nur den Dot, über den man zielt, den kleinen blauen Dot. Und bei der kleinen Pay-to-Win-Waffe vom V1-Tor, glaube ich, ist das der? Ich glaube, ja, der V1-Victor. Ja, wenn man da zoomt, hat man trotzdem sein Fadenkreuz. Bisschen Pay-to-Win, ein bisschen OP. Naja, wer den hat, also Victor dann nur mit dem Skin spielen, zumindest mit dem Waffenskin. Ja, bei den Gegnern auch Frontline und Support, die haben auch einen bekommen. First Blood haben wir schon mal von der Kinessa, sehr nice. Und dann hauen wir natürlich mit Schrapnell rein, ohne flankende Willow. Oh, der Koa ist da auch schon umgefallen, da ist ein Emoji. Ein Bot-Moji gegebenenfalls, ja. Da war keiner. Ah, viel getroffen. Eine Sky. Oh. Double Nate getroffen, nochmal werfen, nochmal ein, nochmal Double getroffen, sehr schön. Oh, Seed links, weg hier. Hier war doch gerade auch noch wer. Oh, danke, Kinessa. Oh. Ah, nochmal eine Nate geschmissen. Oh, jetzt nicht schucken lassen. Ah, wo steht er denn? Ach, der steht ja gar nicht in der Ecke. Das ist das richtige Flank Willow am Start, okay. Jawoll! Da fällt die Fury um. Ja, schön. Ja, schön. Da fallen sie alle um. Aua, aua, aua. Nope. Die ist schon down. McCuddly. Komm. Steht da wahrscheinlich immer noch dahinter. Oh, bisschen zu kurz. Ah, komm, Cooldown. Wird eine gute Nate. Oh, fall doch um, bitte. Danke. Wir fallen dafür aber auch um. Zu viel Fokus auf die Willow, zu wenig Fokus auf die anderen. So, Corderest 2 haben wir uns geshoppt. Und ein Haven. Naja, Frontline und Support sind da vorne gefallen. Bisschen schade, aber naja. Oh, Triple Nate Hit. Oh, das ist die Dead Zone. Ist jetzt nicht so geil, dann müssen wir erstmal raus. Da ist Dead Zone schon mal auf Cooldown. Oh, da nochmal so eine nice Nate rein. Oh, nur die Sky getroffen. Oh, die haben wir noch irgendwie gesprayt mitgenommen. Ah, da stehen zwei. Flinken wir mal rum. Fallen. Oh, da war seine Ult auch schon vorbei. Ah, da hat er mit dem Nate noch getroffen. Wo ist er? Nein, hier, da auf jeden Fall ist eine Furia. Da ist wieder Moji. Da war wieder Moji.
Eieieiei, das war wieder nichts mit der Nade. Unser Main Damage muss natürlich hier treffen. Wieder nichts. Oh, nein, du lebst aber noch. Aber wieder eine Willow Ult. Ja, die lädt ja relativ schnell. Aber gegen unsere Team Composition nicht ganz so geil. Ah, Fury mal angehittet. Wo ist denn der? Ach, da ist er. Wo ist die Sky? Wo ist sie denn? Ah, dann nehmen wir noch eine Core. No! No! Und wir sterben noch, oder? Nee. So, Stand von 1-1. Haben wir schon Corderize 3, also Punkte technisch haben wir da schon ganz gut gefarmt. Kann man nicht anders sagen. Das ist eine Mokebomb. Da ist eine Mochi. Nein, keine Snacktime, bitte. Ah, ich glaube, das Schild geht eine Sekunde früher zu. Sehr schön. Danke, danke, danke für die Hand, das Mark Tyra. Ah. Ach, zum Upmounten. Ah, ist nicht so hoch. Ah. Oh. Oh, weg hier. Starke Ult, Nando. Hat uns mal allen den Arsch gerettet. Nein. Er ultet er und rasiert uns da komplett durch. Naja. 99% haben wir schon capturen können. Zu Glück sind wir komplett da gewiped. War jetzt nicht ganz so eine gute Ult von ihr. Glücklicherweise. Auf Predict, einfach rein in die Olga. Und dann nehmen wir das Moped hier auch noch ein zweites Mal ein. Sehr schön. Hätten wir uns vielleicht klügerweise eher auf die Willow in der Ult was fokussieren sollen. Aber die Mates waren da auch, oder beziehungsweise die Gegner waren gut on point. Mit dem Nando ging es da gesundheitlich nicht ganz so gut. Ah, ist kein Cooldown Reset. Eieieiei. Geil, kommt er wieder weg. Bittere Pille. Oh, der Nando stirbt da schon wieder. Wollte er seitlich reinflenken. Das hat er davor gehabt. Ist jetzt schon wieder Ult. Heftig. Ah, da müssen wir weg. Gut, Hook hat er versaut. Das hat man gehört. Ja. Starke Nate. Wow. Die cutten wir raus. Snacktime. Fury ist hier, die Willow da vorne. Kowa ist hier auch. Ja, über Ecke. No, kein Treffer. Wo ist denn die Ying? Wo ist denn die Ying? Ja, da war ein bisschen Heal. Ah, da kommt der gute Heal, von der große Heal von der Ying. Der Nando ist schon wieder down. Wow. Ah, nochmal eine Nade geschmissen. Damage Leader für Credits, nehmen wir mit. Oh man, Haven 2 nachgekauft, ein Blast Shield 1 mal eingekauft. Immer hier auf die volle Damage Reduction.
da saßen die Headshots. Ah, Fury hat was abbekommen. Jetzt kriegt Moji wieder was ab. Der Ying-Ult geht rein. Ah, der McCaw ist hier sehr gut vor die Fury gestellt. Mann. Hör mir doch auf. Ah, steh auf ihm drauf, oder was? Boah, wir leben noch. Fang. So, ein Moral Boost 1 haben wir uns auch mal eingepackt. Mal gucken, ob der was bringt. Erstmal eine Nate. Oh, mal Co-op getroffen. Holt mir den direkt weg. Ich weiß es noch nicht. Ah, ist der sein Schild ausgepackt. Was? Die ist zu schnell dafür. Der sein Schild schon wieder auf. Oh, danke. Danke. Sehr schön. Ah, Nate getroffen für 566. Nehmen wir mit. Dann nehmen wir auch nochmal 375 Schaden mit. Ah, nochmal 400 Schaden, nehmen wir alles mit. Ah, die ist doch hier irgendwo, die Sky. Na egal, schon mal eingenommen und da ist die Dame. Oh, shit. Ah, Mann. Haven 3 könnten wir uns jetzt auch endlich mitnehmen. Das heißt, Blast Shield 2, Moral Boost 2, irgendwie sowas geht als nächstes. Haben wir schon wieder die Ult ready. Läuft doch. Oh. Hätten die mal was mitgenommen, ja, auch mit der Ult. Ah, hätten wir die Willow gerne noch mitgenommen hier mit der Nate. Aber die Mates machen das jetzt. Keiner schiebt. Stark. Machen wir das mal hier gerade. Haben wir ja hier ein bisschen mit den Innates arbeiten. Komm. Contesting. Ah, da ist eine Sky. Mann. Was macht die denn da? 655. Einfach mal so. Nehmen wir mit den Damage. Kommt der hier rechts rum? Nee, kommt da nicht. Oh, da sind die Seedlings hinter uns. Au, Mann. Blast Shield 2 haben wir jetzt auch gegen die Seedlings und gegen die Willow mit am Start. Einfach, weil wir es können. Sehr schön. Die Chinesa Strike da die... Ach, da steht sie immer noch. Gut. Sie ultet. Gerade mal gucken, wo ist die Moji? Ja, gut, doch. Hau ab! Ah, wird doch nochmal gecontestet. Doch, gehen wir doch nochmal in die Overtime. Ich glaube aber nicht lange. Vielleicht können wir noch ein, zwei Nades raushauen. Eine wahrscheinlich eher. Ah, nochmal geforst. Aber für umsonst. Ja, für umsonst. Failed. Reiten wir los. Richtung letzten Point. 5-mal Chord 3 haben wir. Selbst auf der Ying ist Chord 3.
Damage! Ah, er läuft uns einfach in die Arme. Aber die Tyra kriegt den Refrag. Nein, die Tyra kriegt nicht den Refrag. Oh, Tyra! Doch, jetzt haben wir ihn. So, im Hintergrund hat die Kinetta nochmal gut aufgeräumt. Mit einem schönen Double Kill auf Willow und Moji. Makoa war noch down. Wir sind ein bisschen am Capturen. Also nicht schlecht, nicht schlecht. Makoa hat auf jeden Fall seine Ult raus. Wo ist die Sky? Jo, die nehmen wir mit dem Nate einfach mit. Schmeißt ihre Seedlings hin. Die haben jetzt zum Glück mal nicht ganz so viel gebracht. Und haben wir das Victory. Keiner ist mehr wirklich drauf gekommen. War ein bisschen getrapped auf der rechten Seite. Und der Jaylin bekommt das Top-Play. Ich glaube, in der Makoa ult nach dem zweiten Capture, nach dem dritten Capture, irgendwie sowas. Oder kurz davor. Und das ist der Triple gewesen. Einmal mit dem ersten Schwung direkt ein Double und dann chased er uns mit seinem Shellspin, um den Triple voll zu machen. Hat er gut gemacht. 170.000 Damage reicht das für Platz 1 oben in Best in Class. Dafür reicht es 170.000 Schaden. 134.000 auf der Tyra, 102.000 auf der Kinesa. Bei den Gegnern, die Willow am besten unterwegs gewesen. Mit 94.000, Furia, starker Heal mit 157.000, die Ying mit 123.000, auch absolut solide. 70.000 noch auf der, nee, Quatsch, 54.000 auf der Furia, ja, das ist okay. Mehr als auf der Moji. Weiß ich nicht, ob das vielleicht gegebenenfalls zwischenzeitlich ein Bot war. 9, 22, 16? Unbekannt. Naja, 5 Tote auch nur auf der Kinesa. Kann man auch mal hervorheben. 8 auf der Furia, 8 auf mir. Das waren so die 3 Leute unter 10 Tote. Nicht schlecht. Ja, und da soll es, denke ich, auch schon relativ schnell mit der Folge gewesen sein. War ja wieder ein relativ langes Match. Schreibt mir weiterhin gerne in die Kommentare, was ihr sehen wollt. Den einen Androxus-Wunsch habe ich schon auf der Liste. Muss ich mal gucken, wann ich den schaffe. Dann muss auch die Team-Composition halbwegs passen, dass ich hier einen Androxus reinpicke. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, das Ganze draußen. Haut rein, Leute. Ciao, ciao.